Hi, da bin ich wieder. Und wie versprochen habe ich wieder ein kleines Blitzrezept, um mit euch zu Hause zu kochen. Ja, ich bin Micha und ich habe mich letztes Mal schon vorgestellt, ich bin Koordinator für Speisen und Getränke. Und letzte Woche hatten wir eine Stulle zubereitet mit Lachs. Vielleicht habt ihr Zeit gehabt, diese schon mal auszuprobieren. Ich hoffe, es hat geklappt und hat euch geschmeckt. Heute gibt es eine Bowl. Und eine Bowl ist ein, ja, wer es nicht weiß, quasi eine neue Art Salat zu essen. Man teilt die Sachen auf, es gibt etwas mehr Frische rein, kombiniert meistens mit Obst, also Fruchtiges, was Frisches an Gemüse, mit einer Soße, die quasi dann am Ende alles dann auch zusammenfügt. Hier in Oldenburg, im Schirmams, haben wir auch Bowls auf der Karte. Dort werden sie mit Sushi-Reis zubereitet. Man kann aber viele Dinge benutzen, wie zum Beispiel auch ganz normalen Reis, Nudeln, Couscous, gerne auch alles vom Vortag, falls man das noch im Kühlschrank hat. Oder wie in dem Fall, was wir heute machen, wir machen es mit Quinoa. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, was dazu passen könnte. Letztendlich ist das auch Geschmackssache, was man dazu kombiniert. Wichtig ist, dass man so ein bisschen Frische reinbringt durch frisches Gemüse, bisschen was Fruchtiges und kann auch was Gegartes dabei sein, wie in dem Fall heute auch die rote Beete. Aber um einmal mal durchzugehen, was es heute überhaupt gibt. Also Grund ist Quinoa, den wir gleich frisch zubereiten werden, gleich am Anfang, damit er auch dann zeitnah fertig ist. Dann als Toppings habe ich einmal rote Beete, die schon mal, kann man ja vorgekocht kaufen. Es gibt eine Birne brauchen wir, Karotte, Gurke. Und als Topping-Soße werden wir eine vegane Orangencreme machen. Also wirklich mit Sojamilch. Also das Gericht ist in sich erstmal so vegan. So, ich glaube, dann fangen wir auch gleich an, damit auch dann der Quinoa auf den Herd kommt, damit er fertig wird. Hier habe ich quasi eine Menge mir abgemessen an Quinoa. Das sind ca. 100 Gramm. Ergibt am Ende wahrscheinlich 2 Portionen. Mache es immer recht einfach. Ich nehme gerne immer ein Gefäß, wo ich abmessen kann. Da habe ich nämlich hier einmal einfache Menge Quinoa. Und dazu nimmt man dann quasi zweieinhalbfache Menge an Wasser. Das kommt in einen Topf. Da gehen wir gleich rüber zum Herd. Das muss man dann gleich zum Kochen bringen. Also zweieinhalbfache Menge, also 2 Gläser und nochmal ein halbes. Dann kommt hier mit rein dazu eine kleine Prise gekörnte Brühe, die wir bei den Jugendherbergen definitiv in Bioqualität nutzen. Und eine kleine Prise Salz. Und dann gehen wir gleich mal rüber zum Herd, weil wir müssen den Quinoa einmal lauwarm abwaschen, damit die Bitterstoffe rausgehen, weil sonst würde das Ganze zu bitter schmecken. So, und dann gehen wir hier mal eine kleine Schoküche rüber. Ich habe natürlich den Vorteil hier, dass ich Induktion habe, da geht es relativ schnell. Erstmal zum Kochen bringe ich hier nebenbei, damit es gleich kocht, mache ich das relativ hoch. Und dann muss man den Quinoa lauwarm abwaschen. Sobald das Wasser kocht, man sieht es schon, es fängt gerade an, kann man den Quinoa mit hier rein dazugeben, ausschütteln, soweit alles drinnen ist. So, dann auch ruhig die Hitze jetzt etwas unterdrehen, damit es dann leicht vor sich hinköchelt. Zwischendurch mal ruhig drauf gucken, ein bisschen umrühren, bis dann das Wasser aufgesogen ist. Dauert ca. 20 Minuten und dann ist er auch quasi zeitnah fertig, wenn wir auch essen wollen. So, während der Quinoa hier vor sich hinquellt, kümmern uns wir als erstes oder als nächstes mal um die Toppings. Da fangen wir mit der roten Beete an, weil wir die auch ein bisschen marinieren möchten. Da schneiden wir die in gleichmäßige Würfel oder wie auch mögt. Ihr könnt sie auch in Spalten schneiden. Hauptsache ist relativ mundgerecht. Ich mache das jetzt hier so in Würfel. Passt mir ganz gut. Das Ganze marinieren wir mit einem Spritzer Apfelessig. Für die Süße ein bisschen Ahornsirup. Eine kleine Prise Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Und das Besondere, was ich gerne mag, ist, zur rote Beete passt wunderbar Kürbiskernöl. Ich habe sogar das Glück, Kürbiskernöl aus der Region meiner Mutter zu haben, in Kroatien. Dort wird, das grenzt an die Steiermark und ist natürlich hervorragend. Für mich natürlich bringe ich immer gerne so einen halben Liter mit nach Hause, weil damit koche ich sehr gerne. Das Ganze mischen wir schon mal hier. Dann haben wir hier einmal die Möhre, da schälen wir einmal die äußere Schale erstmal weg. Und jetzt machen wir einfach so kleine, wie so Fettuccine, wie so kleine Nudeln, indem wir uns hier was runter schälen. Ja,
Das fliegt gerne ein bisschen durch die Gegend, macht nichts. Wir sind ja hier in der Küche. Je nachdem, ob das jetzt für eine Person oder zwei sind, je nachdem müsst ihr selbst abschätzen. Den Rest der Karotte könnt ihr gerne wieder zurück in den Kühlschrank legen und vielleicht für den Abend irgendwas vorbereiten. Oder vielleicht mögen ja eure Kinder ja auch gerne so ein bisschen Rohkost. So, dann haben wir hier die Gurke. Dort wollen wir auch nur ein Stück haben. Letztendlich wird so viel wahrscheinlich reichen. Den Rest auch wieder ab in den Kühlschrank für weitere Verwendung. Machen hier auch erstmal so Scheiben, dann hier so längs, dann das Ganze in Würfel. Wie gesagt, je nachdem, wie groß euer Hunger ist, könnt ihr ein bisschen mehr schneiden oder für zwei Personen. Also der Quinoa sollte für zwei Personen reichen. So, dann haben wir hier eine Birne. Da schneidet man sich im Prinzip auch hier quasi einen Spalt raus. Den Rest kann man als Nachtisch vielleicht noch essen oder je nachdem. Macht sich hier kleine Spalten. Können wir hier auch dann schon mal parat legen. Und damit so eine Bowl auch wirklich gut funktioniert, braucht man eine Verbindung und die kriegt man durch eine Soße hin. Und da das Ganze ja vegan ist, habe ich mir überlegt, hier eine Art vegane Mayonnaise herzustellen, beziehungsweise mit Geschmack, eine Orangencreme. Und dafür verwende ich einmal eine Bio-Orange, einmal erst den Abrieb. Cut, ich habe meine Reibe vergessen. So gut, ich habe eine Reibe gefunden. Gott sei Dank, relativ groß. Wahrscheinlich zu Hause habt ihr eine kleinere. Dann ruhig ungefähr von der Hälfte der Orange hier die Schale mit reinreiben. Es gibt ein sehr gutes Aroma. So, dann ist beiseite. Dann schneide ich mir, ich brauche auch nur eine halbe Orange. Der Rest kann dann, wie gesagt, dann zum Dessert gegessen werden. Dann presse ich mir den Saft aus dieser. Gib das Ganze zu der Soja, zum Sojadrink dazu. Das Ganze wird gleich etwas gerinnen durch die Säure. Das ist auch so gewünscht, weil das gibt dann die Emulsion später. Dann gebe ich hier ungefähr einen Esslöffel Senf mit rein. Für eine Prise Salz. Pfeffer aus der Mühle. So, und dann habe ich hier Öl, das muss man dann auch so ein bisschen dosieren. Circa für die Menge braucht man 0,1 Liter, also 100 Milliliter circa. Das muss man aber auch sehen, wie dick man die Soße haben möchte. Einfach mit dem Zauberstab das Ganze jetzt hoch. So. Das sieht schon mal gut aus. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt alle, was soll ich mit so viel Creme für zwei Personen? Klar ist es etwas viel, aber die ist natürlich auch vielseitig einsetzbar. Einfach auch als Salatdressing oder zu anderen Gerichten oder vielleicht möchtet ihr ja noch mehr Bowls die Woche über machen oder so, ist es natürlich wunderbar. Ich probiere die ganz kurz, wie sie schmeckt. Ja, schon nicht schlecht. Ein kleines bisschen Salz noch. Nochmal ein bisschen Pfeffer. Aber ansonsten ist ein leichtes Orangenaroma vorhanden. Das Ganze nochmal ganz kurz anmixen. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, was unser Quinoa macht. Ob der soweit fertig gequollen ist, weil dann können wir auch schon fast anrichten. So, hier haben wir den Quinoa. Der quellt hier schon ungefähr seine 15 Minuten. Fast schon länger. Ist auch fast fertig. Ganz kleines bisschen nur. Man sieht, ein ganz kleines bisschen Brühe ist noch da. Kann ruhig noch ein bisschen aufsaugen. Also jetzt ungefähr noch zwei Minütchen. Vielleicht ein bisschen höher stellen, wenn man es dabei stehen bleiben kann. Flüssigkeit sollte soweit aufgenommen sein, deswegen kann das noch ein Minütchen. Also aus Quinoa kann man natürlich auch vieles machen. Man kann sie für einfache Salate nutzen, einfach auch zu einer Beilage, zu einem Curry. Wunderbar. Es muss nicht immer Reis sein. Also ich finde, Quinoa ist sehr vielfältig und gewinnt auch großen Einzug mittlerweile schon in vielen Küchen. Und ich bin auch, ja, habe schon auch meinen Sohn mittlerweile davon begeistert, der gerne Reis isst, aber natürlich Quinoa eine gute Alternative ist.
Quinoa ist natürlich auch geeignet für Glutenallergiker, weil es glutenfrei und ist natürlich eine super Alternative gegenüber Couscous oder Bulgur und damit auch gut einsetzbar. Nun ist das soweit fertig. Das sieht gut aus. Das gibt quasi jetzt auch jetzt in dem Fall ein lauwarmes Essen. Ich nehme hier mal zwei Teller. Nee, ich nehme einen Teller. Ich richte erst mal eins an. Das reicht. Also wie ihr seht, ist ja genug. Also letztendlich reicht das für zwei Portionen. Also das könnt ihr selbst dosieren, wie hungrig ihr seid. Oder für den nächsten Tag oder für eine zweite Person aufheben. Somit in dem Fall sogar heute ein lauwarmes Essen, weil das ja auch warm drunter kommt. Und dann richtet man quasi die Rohkost-Gemüsesorten so ein bisschen links, rechts an. Dann ein bisschen von den Gurken. Dann habe ich hier die rote Beete mariniert. So, dann habe ich hier die fantastische Soße, die auch die Verbindung zu dem ganzen Salat quasi gibt, indem man die einfach hier oben drüber gießt. Wie gesagt, sehr viel Soße über, aber das ist wunderbar verwendbar, bestimmt im Kühlschrank 4-5 Tage haltbar. Dann oben drauf als Topping haben wir hier dann noch die Birnenspalten. Und voilà, das wär's. Ja, als kleinen Tipp, wer möchte und nicht unbedingt Veganer ist, kann er natürlich auch andere Sachen als Topping oben drauf nehmen. Vielleicht ganz dekadent gebratene Garnelen oder einfach nur Hähnchenbruststreifen. Was auch geht, wenn ihr euch erinnert, letzte Woche den Lachs. Da habe ich euch schon einen kleinen Tipp gegeben, falls ihr da was übrig habt, ruhig aufheben. Und dann könnte man den Lachs, voilà, hier habe ich auch noch ein bisschen, könnte man auch obendrauf noch dazugeben und reichen, vielleicht angewärmt. Oder auch kalt ist dieser Lachs essbar. Und damit würde das Gericht noch um etwas erweitert werden. So ist es aber vegan und ja, eine leichte kleine Mahlzeit für Mittag oder für den kleinen Hunger am Abend. Lasst es euch schmecken. So, das war's heute mit einem Blitzrezept und zwar mal aus der Bowl-Küche. Ich freue mich wieder schon auf nächste Woche mit euch zu Hause ein weiteres Blitzrezept zu kochen. Und ja, habt Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns dann demnächst. Ciao.